dann kommt mal vor. Ist aber mutig. War tatsächlich der weltweit erste Kampfpanzer mit einer Gladrohrkanone. Sie war eine technische Meisterleistung und die Durchschlagskraft dieser Kanone hat die der westlichen 105 mm Zugrohrkanone um fast ein Viertel überragt. Die hervorragende Formgebung der Wanne und vor allem des Turms, der, wie Sie sehen, keinerlei Fangstellen aufweist, war auch hier eine besondere Leistung. Sie wurde allerdings erkauft durch eine starke Einengung des Kampfraumes, der die Bedienung dieses Fahrzeugs noch deutlich erschwert hat. Was heißt das rote die Kreuz da auf dem Leo 1? Und ich werde mit Rot drin nochmal. Also mit Feinschlupf hat er echt nicht am Hut. Also, der Außenminister sollte mal kommen. Umweltminister. Umweltminister. Quatsch, was wollen wir denn hier haben? Ich glaube, wenn. Den brauchen wir hier als letztes. Wollte ich gerade sagen, vor allem bei den Abgaben hier. Ja, wir waren gestern noch beim TÜV, die grüne Plakette haben wir leider nicht bekommen. Ja, der T62 wurde von 1962 bis 1978 an einer Stückzahl von über 20.000 Stück gebaut. Er hatte eine Besatzung von 4 Soldaten gleich dem Leopard 1, war aber mit einem Gewicht von 37 Tonnen ungefähr 5 Tonnen leichter als der Leo. Sein Dieselmotor leistet 580 PS, was ihn auf 50 Stundenkilometer pro Stunde beschleunigt. Neben der 115 mm Gleitrohrkanone besitzt er noch ein MG mit 12,7 mm und eines mit 7,62 mm. Die Nationale Volksarmee wollte damals den T-62 einführen. Er war in der Erprobung. Da er aber keine wesentlich besseren Leistungen gegenüber dem T-55 aufwies, ist der T-62 übersprungen worden und die NVA hat dann gleich den T-72 angeschafft. Hat uns nicht sehr beeindruckt.